Was also für Menschen ganz schwierig ist anzunehmen, ist, dass sie alle wunderbare Gewächse sind, dass sie die Blüte der Schöpfung sind, dass wir Menschen wirklich die wundervollsten Gewächse sind, die man sich nur vorstellen kann. Und es ist mir heute in der Früh so im Bett im Halbschlaf gekommen, wenn Gott, das väterliche Prinzip, das Licht hinter mir, wenn Gott sich in Mutter Erde ergießt, hingibt, einfließt, er ergießt sich. Ja? Und alles aus diesem Ergießen heraus sprießt, dann ist die Frage, warum wir alles aufziehen, erziehen, beziehen, überziehen, ausziehen. Ich glaube, dass bei uns da drum ein bisschen zirkt. Ja, das Einzige, was man zieht, ist möglicherweise eine Kerze oder ein Gegenstand. Aber selbst eine Tomatenpflanze ist am Stängel grundsätzlich erstmal unnatürlich. Und es ist komisch, dass wir gar nicht mehr wissen, wie Tomaten wachsen darf, wenn man es nicht jeden Tag, das heißt ausgeizen. Allein das Wort ausgeizen. Das heißt, man geizt dieser Pflanze die Knospen aus, damit sie noch mehr nach oben schiebt, wo sie es eh nicht da dran kann. Man hängt sie fest und ist dann traurig, wenn die Tomaten so groß werden, dass die Pflanzen niederreißen. Also vielleicht sollte man ab und zu mal ein bisschen da drum ausgeizen mit unserem komischen Gedankengut, das wir haben, weil eigentlich ist kein Gedankengut, sondern ziemlicher Denkmüll. In diesem Sinne, sei eine Blume und Namaste, ich danke dir schön.